Wir feiern heute keinen Kindergeburtstag mehr, sondern den Geburtstag eines jungen Erwachsenen im besten Frauen- bzw. Mannesalter. In occasione di questo compleanno vogliamo vedere cosa ne è diventata di questa Eurac ormai ventenne. Ma altrettanto è importante guardare verso il futuro. Come si svilupperà questa Eurac? Che desideri ha? Come andranno i prossimi vent'anni? Es waren spannende, es waren aufregende Jahre, vor allem auch, ich glaube, für alle Beteiligten und die Diskussion, die Auseinandersetzung mit vielen jungen, kreativen, intelligenten Leuten war wohl etwas vom Befriedigsten und es hat auch sehr viel Freude gemacht, hier doch daran zu arbeiten, eine Struktur zu entwickeln, die einfach nachhaltig für unser Land wirksam sein kann. Ich glaube, die gesamte Entwicklung ist eine interessante Entwicklung gewesen. Wenn ich zurückblende, 1993 13 Mitarbeiter, heute 330 Mitarbeiter. Ich würde sagen, die Eurac hat sich vor allem in den allerletzten Jahren, in den letzten 3 bis 4 Jahren, zur richtigen Jobmaschine entwickelt. Per me personalmente tante emozioni, tante gioie anche. Penso che anche la struttura che tutti assieme abbiamo creato possa dare un contributo molto positivo allo sviluppo della nostra terra. Wenn ich aber versuche, auf das Essentielle einzugehen, was die Eurac wirklich ist, dann würde ich sagen, sie ist in erster Linie Dienstleister und Problemlöser. Zweitens sind wir aber vor allem Denkmaschine, ein Think Tank und Laboratorio di Idee. L'Eurac costituisce un segmento importante di un insieme concentrato di istituzioni culturali e di formazione che svolgono un ruolo importante come laboratorio di sviluppo per il futuro di questa nostra provincia. Tanti auguri per i prossimi 20 anni. Das ist unsere Eurac, das ist die Südtiroler Eurac. Wir wollen im europäischen Geist hier zusammenarbeiten. Und als Wunsch geht so weiter.